Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Harvest Moon 64. Ja, was haben wir denn das letzte Mal gemacht? Das letzte Mal waren wir auf diesem Reiterfest, ja, Reiterturnierfest, und haben ein paar Wetten abgeschlossen, ein paar Punkte dazu gesammelt und wie die Punkte natürlich verteilt wurden, bis zu den nächsten 500 Punkten dauert das also noch. Also ich weiß auch nicht, ob das Hunderennen noch die nächsten Tage kommt. Das müsste aber normalerweise ebenfalls noch stattfinden. So, ich würde mal sagen, wir werden uns auch direkt an den nächsten Tag widmen. Und gleich mal gucken wegen unseren ganzen Gemüseanbauung. Ich hatte ja noch irgendwas. Hatte ich das Gelbe jetzt neu dazu gekauft oder... Ich glaube ja. Nein, ach, komm schon. Müsste eigentlich sein. So. Was ist eigentlich mein Hund die ganze Zeit drinne? Ey, du, raus hier. Du machst sonst mein ganzes... What the? Hä? Vögel stehen im Weg. Das ist ja genial, hatte ich auch noch nie gehabt. Aber okay. Okay. Sehe ich ein. So, mal sehen, was uns hier noch erwartet. Genau, das letzte Mal haben wir auch über die ganzen Sachen von YouTube und so geredet. Und wegen Sachen, die vielleicht zu Gerüchten sein könnten. Und Sachen, die vielleicht gar keine Gerüchte sein könnten. Oder aber eventuelle Sachen, die... Gerüchte sein können oder auch keine. Ja, ich denke mal, ich würde das Thema auch abschließen wollen. Ich denke mal, wir haben ja auch das letzte Mal wirklich genug darüber geredet. Von daher, ja, ich nehme mal diese gelben Samen. Ich will mal ausprobieren, welche das sind, ob die jetzt wirklich für den Frühling gemacht sind. Zack. Schön ausstreuen und jetzt alles bewässern, was bewässern werden sollte. Zack. Kriege ich das alle? Jawohl. Nein, 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 nein. Manchmal streikt die Lenkung und will nicht. Aber das macht ja nichts. Das macht ja gar nichts. Ich meine, was war das ja gar nicht mehr drin? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh Mann. Ja, ich würde mal sagen, heute würde ich mal lieber etwas anderes. Ein anderes Thema anschlagen. Ein anderes Thema. Gute Frage. Ja. Da ja in dem letzten Video nicht so viel darüber geredet worden ist. Würde ich doch schon mal gerne eine andere Sache in Aussprache setzen. Ach, ich will doch gar kein Heu nehmen. Ich habe doch nur auf diesen verdammten Plakat geklickt und wer nimmt dann einfach Heu? So, danke Lin und Rose. So, bis dahin. So. Im Grunde muss man sich ja überlegen. Die Kühe können Kühe kriegen. Also müssen die alle weiblich sein. Von daher ist es irgendwie komisch, wenn jemand zum Beispiel einen männlichen Namen da auswählt. Ist nur eine Tatsache, finde ich. So, mal schauen, was wir hier noch alles finden. Erstmal das ganze Unkraut hier wegmachen. Weg, 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 weg. So, schauen wir uns doch mal hier um. Hier haben wir noch was. Schön, wenn man natürlich auch den ganzen Weg reiten kann. Oh, hier haben wir noch was. Da können wir noch alles... Komm schon, zack. Ach, warum mache ich das eigentlich so umständlich? Ich nehme einfach die Sensor und mache die Gräser hier kaputt. Zack. Und noch mehr. Und noch mehr. Geht doch viel flotter. Naja, nicht unbedingt. Aber man muss sie nicht extra hochnehmen. So viel Unkraut. Ich habe hier einen großen Platz und verwende nur einen ganz klitzekleinen Teil davon.
Hier oben ist noch was. Danke, mein Pferdchen. Und reite mich bitte nach Hause. Okay, hier scheint alles okay zu sein. Okay. Ich hab's aber heute mit den Okays, oder? Das ist ja irre. Ja, mir fällt momentan echt wenig ein, was ich überhaupt mit euch reden könnte. Weil ja nichts Neues zu meinem Kanal gesagt werden kann. Ach, nein. Quatsch. So macht man das. Warum öffne ich eigentlich die Kiste? Es ist einfach unglaublich. Hey, oh, da haben wir schon wieder Besuch. Oh, da ist was rausgekommen. Flower Blumenfestival. Ich wäre gern dabei. Ist das jetzt heute oder morgen? Ich glaube heute oder morgen, ich weiß es nicht. Also hier ist schon mal was rausgekommen. Hier müssen wir wahrscheinlich noch warten. Ich glaube, ich werde auch jetzt hier nicht groß was reintun, weil wenn heute das Festival ist, will ich schon vorher mal gucken. Wenn es nicht ist, sammeln wir das Gemüse auch ein. Ach, komm schon. Ich habe doch noch eine Seite gedreht. Ja, so geht's natürlich auch. So geht's auch. Natürlich. Wie lange haben wir denn jetzt überhaupt noch? Ich habe letztens gar nicht aufgepasst. Ich klicke da drauf und guck nicht drauf. Klasse. 51. Ist gut, ist gut, ist gut. Den Kühen geht's allen ganz gut. Einen nehme ich noch mit auf den Weg. Du, 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 du. Salat ist das eine. Aber wir haben sogar... Was? Mountain? Das ist doch ein Mountain. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Blumenfest nicht auf den Bergen ist. Heute ist Sonntag. Okay. Nein, heute ist das nicht, aber man kann, glaube ich, wählen irgendwas. Was bist du denn? Ich habe hier noch nie jemanden gesehen. Aha. Hochinteressant. Aha, hier kann man also stimmen. Ja, stimmt. Guck mal, da stand ein L-Play. Woher kommt mir der Name nur bekannt vor? L-Play. Was könnte das für eine Abkürzung sein? Ist ja nice. Entschuldigung, ich wollte euch nicht begießen. Hallo. Ja, hallo. Gut, dann wollen wir doch mal das Blumenfest machen, indem wir jetzt ein... Ich weiß zwar nicht, was eigentlich meine Stimme bringen soll, denn ich bin einer von... Ich weiß nicht, wie viele Bewohner es sind. Vielleicht von einer von 20, 30? Ich weiß es nicht. Von daher ist es manchmal gar nicht die Chance, dass wirklich die Person gewinnt, wo ich jetzt sagen würde. Aber ich weiß nicht, soll ich jetzt Marina, Popuri, habe ich letztes Jahr gemacht, Ellie, Kari, oh, eigentlich habe ich es ja mehr oder weniger versprochen. Ich weiß es ja nicht. Irgendwas war auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt irgendwas falsch wäre, wenn ich jetzt einfach sage, so. Bitte sehr, Stimme abgesetzt. Thank you for voting. Ja, ich danke dir für das Voten der Blumenfeste. Schön. Wann das Blumenfest natürlich ist und ob das in diesem Part sein wird, weiß ich natürlich nicht. Aber ich denke mal in den nächsten Parts auf jeden Fall. Also ich glaube noch unter der 100. Folge müsste noch passen. Von daher, ist zwar das Blumenfest heute noch nicht gewesen, deswegen sammle ich jetzt hier schön noch das Gemüse ein, was ich noch sammeln kann. Wichtig ist natürlich, dass wir hier wirklich alles mitnehmen. So gut wie es geht. Umso mehr wir verbauen, umso mehr kriegen wir Kohle. Und das ist nämlich der Sinn auf diesem Bauernhof. Ich meine, wir haben zwei Kühe, wir haben ein Pferd und einen Hund. Obwohl ich das Pferd und den Hund noch nie irgendwie... was zu essen gekauft habe, aber komischerweise, ja, das ist ein interessantes Thema. Wer schon mal Harvest Moon gespielt hat, wird sich vielleicht auch mal gefragt haben, warum füttert man eigentlich das Pferd nie? Warum reitet man es vielleicht nur? Es kann ja sein, ich glaube, auf der PlayStation-Version ist das auch nicht anders.
Zumindest ist es das bei dem älteren Harvest Moon so gewesen. Zu den 90er Jahren. Ich habe mich immer jetzt gefragt, wieso ist es eigentlich so, dass man einen Hund hat, den man... Achso, ich dachte, da wäre schon jemand gekommen. Aber der kommt eh gleich. Was denkt ihr? Warum ist es eigentlich so, dass damals die anderen Tiere, die in solchen Scheunen stehen, wichtiger gewesen ist für die Harvest Moon Leute, als wie die Tiere, die man eigentlich im Grunde auch hat? Sprichlich Pferd oder Hund. Oder vielleicht eine Katze. Ich weiß ja nicht, was alles in Harvest Moon, in den ersten Harvest Moon gewesen ist und so. Mann, habe ich hier eine Menge angebaut. Es wird immer mehr, aber so kriegen wir auch gutes Geld. Und zwar mehr Geld, als wenn wir irgendwas aus den Dingern, aus den Wiesen sammeln. Ja, jetzt werden mir fast der Name entfallen. Oh Mann. Es wird immer dunkler. Es wird immer dunkler. Aber eins ist auf jeden Fall mal klar. Wir stehen auf jeden Fall nah am Sommer schon wieder. Also, Wahnsinn. Wir haben das Jahr erst vor kurzem begonnen und trotzdem stehen wir eigentlich dem Sommer schon so nah. Wir haben jetzt den 19. Frühlingstag. Davon bleiben noch 11 Frühlingstage, bis der Sommer anfängt. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt das zweite Harvest Moon Jahr, müsste es sein, in dem wir schon den Frühling fast abgehakt haben. Und ich muss ehrlich zugeben, normalerweise spiele ich nie an so ein Spiel wirklich so simpel dran, dass ich wirklich sagen kann, ich hau mal eben kurz mit Leichtigkeit fast 100 Folgen raus. Ich meine, das ist unglaublich. Ich finde es einfach erstaunlich, was ich so hinkriege. Und dass mich dieses Spiel überhaupt so fasziniert, das hätte ich auch nicht gedacht. Im Grunde und Ganzen war das eigentlich nur ein kleines Anfangsprojekt, das ich noch setzen wollte, weil ich zu den Zeiten halt nichts hatte und ich fing damit an und schwuppdiwupp. Oh, der Morgen kommt schon. Oh, meine Güte. Ich glaube, Punkt 6 Uhr. Ah, ist ja noch gar nicht. Aber ist fast. Jetzt muss ich nur noch richtig gießen. Ja, komm, gieß doch mal. Das ist so gemein. Ich nehme noch etwas mit. Oh, oh. Boah, ist das spät. Hier habe ich schon gegossen, oder? Ja, habe ich. Ach komm, jetzt habe ich wieder gedrückt, egal. Egal. Macht ja nix. Ab zum nächsten Tag und zum 20. Frühlingstag in diesem zweiten Jahr auf unserem Bauernhof. Und ich muss sagen, es wird ja immer interessanter. Obwohl das Spiel im Grunde gleich bleibt, ist das Spiel wirklich fesselnd. In meinen Augen zumindest. So sehr dieses Spiel einfach diese Gleichheit hat, hier kommen die Elemente draus, die jeder Gamer mag. Selbstgestaltung, Selbstaufbauen und Selbsterforschen. Sag mal, was ist das eigentlich für ein Salat, der noch nicht mal fertig wird? Du kannst doch richtig gießen, Junge. Zack. Wunderbar. Jawohl, klappt super heute. Aber heute müssen wir auch nicht das Größte vom Größten sammeln. Das ist so. Ist einfach so. Ja. Schicke Sache. Aber cool. Was alles hier auf diesem Bauernhof erlebt werden kann. Sag ja. Wer kennt es nicht? Selbstgestaltung in Spielen, meine Entscheidung für das Spiel selber, das sind die großen Voraussetzungen für dieses Game-Gefühl. Schön. Einfach schön. Viele Gamer mögen das ja heutzutage sogar mehr als manche andere Spiele, in den Spielen, wo man selber etwas machen kann. Weil es einfach ein Traum von Gamern oft ist, sein eigenes Produktionsspiel oder sowas in der Art zu machen. Und sei es nur irgendein Level-Editor und sonstiges. Kreativität ist in vielen Leuten drinne bei sowas.
merkt man so gar nicht. Oh, es ist... Ich wollte doch nehmen, nicht gießen. Es ist fertig. Mein Salat. Den ich aber leider hier nicht essen kann. Was ist denn da rausgekommen? Irgend so ein komisches Gewürz oder was? Da bin ich jetzt mal gespannt. Was habe ich denn da Schönes angepflanzt? Es ist auf jeden Fall am Wachsen. Das heißt, es ist genau richtig für den Frühling gedacht. Hat sich auch nur einmal gekauft, fällt mir gerade ein. Ich bin mal gespannt, den Salat, den muss ich auch nochmal gucken, dass ich den nochmal kriege. Denn dann kann ich nämlich auch noch vernünftig Geld machen, denn ich denke mal, Salat ist ja auch nicht so. Ja, wie soll ich sagen? Unbeliebt? Hey, ein kleines Dressing drüber und schon habt ihr den perfekten Würze. Oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was ich heute alles sah. Labere, meine Herren. Unsere Rüben wachsen nach wie vor ganz gut. Unsere Kühe sind fleißig und schauen und staunen. Ach, war eigentlich das Blumenfest? Wann ist denn das jetzt? Ich habe nie nachgeguckt, fällt mir gerade ein. Oh Mann. Sollte man nachgucken, ob das schon längst vorbei ist. Wäre schön, wenn mal jemand hier vor der Tür stehen würde und mir sagen würde, an dem morgigen Tag ist es soweit. Und wir feiern das schöne Blumenfest. Wenn ich es jetzt verpasst habe, dann... Oh, dann tut es mir echt leid. Nee, ich glaube, das ist heute nicht. Guck mal, die gießt den Weg. Aber wenn das komische Ding noch da ist... Nee, das Blumenfest ist noch nicht ganz vorbei. Aber gewotet haben wir ja schon. Wir können ja nur einmal voten. Das ist eigentlich schade. Deswegen glaube ich schon, dass wir wahrscheinlich erst am nächsten Part das sehen werden mit dem Blumenfest. Komm mal, kann ich auch machen. Was habe ich denn davon? Genau, holen wir uns doch nochmal so ein Salätchen. Was jetzt das helle? Nee, das helle war... Das war das dunkle, glaube ich. Dann nehme ich mal ein paar mit. Das müsste der Salat sein. Aber hier von den Rüben nehme ich auch noch mal ein paar mit. Danke sehr. Bei den anderen muss ich erstmal rausfinden, was... Nee, die... Quatsch, Moment. Das Salat war ja das Angebaute. Das war das Helle. Jetzt habe ich das Dunkle genommen. Ist jetzt egal. Jetzt habe ich das Dunkle halt, das macht aber nichts. Wenn das was Vernünftiges ist, dann haben wir ja was Schönes. So, haben wir noch irgendwas, was wir hier machen müssen auf dem Hof? Ich würde mal sagen, ich nehme mal die Gießkanne voll und mal sehen, was uns hier erwartet noch. Wie auch immer. Ich weiß auch gar nicht, wo was ist das hier eigentlich? Das sind Scheunen, Hundeplatz, Pferdestall. Ihr könnt es ja in den Kommentaren schreiben, was ihr Vermutungen habt dazu. Ja, ich denke mal, damit sind wir auch schon wieder langsam am Ende angelangt. Mal sehen, wie das Wetter wird. Ah, okay, der morgige Tag wird auf jeden Fall wieder schön. Ich kann mir gut vorstellen, vielleicht sehen wir das Blumenfest in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge. Da wir jetzt die, sagen wir mal, die 96. Folge schon rausgehaut haben, 97, 98, ja, vor der 100. Folge, vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich noch. Es sei denn, habe ich nun überlegt, sich das anders. Also, von der Zeit her mit dem Blumenfest. Aber ich denke mal, das wird eigentlich ganz gut klappen. Ich hole nochmal eine Medizin und dann beende ich das Ganze. Oder, nicht Medizin, ich gucke nochmal, ob die eine Kugel verkauft wird. So, Medizin habe ich ja gekauft, aber ich wollte noch die Kugel kaufen. Das möchte ich nämlich nicht wieder mal vergessen. Nein, 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 nein. Verkaufst du diese komischen Kugel? Ach, du bist doof. Der guckt schon so komisch. Der wollte schon sagen, ey, was machst du in meinem Laden? Hau lieber ab. Ich habe eh nichts Vernünftiges für solche kleinen Kinder, die einen Bauernhof betreiben und die ganze Zeit mit einem Rucksack rumlaufen und sogar noch damit schlafen. Ja, ist euch das schon aufgefallen? Er schläft tatsächlich mit dem Rucksack. Ganz irre. Ja, wenn euch das soweit gefallen hat, in die Kommentare posten. Eure Feedback wäre auf jeden Fall helfenswert.
Und wenn ihr wisst, was das für ein Stall gewesen sein könnte, oder von einer Vermutung, oder ihr wisst es genau, in die Kommentare posten, das könnte mir vielleicht helfen, denn das Playern noch etwas mehr zu bieten und zu zeigen, was Harvest Moon noch zu bieten hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal und ich sage mal, bis zur nächsten Folge. Tschüsschen.